meiden aber wird es der Unseligste, der dem größten Feuer ausgesetzt sein wird. Darin wird er hierauf weder sterben noch leben. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier über eine Gruppe von Menschen, die am jüngsten Tag in das Höllenfeuer geworfen werden, weil sie etwas taten, was auch viele Menschen heutzutage tun, ohne sich bewusst zu sein, was für einen fatalen Fehler sie begehen. Er subhanahu wa ta'ala wird sie ins Höllenfeuer verbannen und einem Feuer aussetzen, welches ihnen unvorstellbare Qualen und Schmerzen verursachen wird. Und das Schlimmste dabei ist nicht, dass sie in diesem Feuer landen, sondern dass die Menschen darin weder sterben noch wirklich leben können. Jedes Mal, wenn sie kurz vor dem Tod sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie am Leben halten. Und wenn sie denken, dass sie sich einen Moment ausruhen können, kommt in diesem Moment das Feuer wieder und verbrennt sie weiter. Sie werden nach einer Errettung oder Erleichterung betteln, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird ihren Ruf ignorieren. Es wird ein Zirkel voller Qualen und Schmerzen sein. Aber was ist der Grund dafür, dass diese Menschen solch eine Strafe verdienen? Die Mufassirun sagen zu diesen drei Versen, dass die Handlung dieser Menschen war, dass sie jedes Mal, wenn die Wahrheit zu ihnen kam, sie diese zur Seite schoben. Diese Handlung machte sie zu Höllenbewohnern. Und wir sehen diese Handlung bei uns tagtäglich. Wir können sie erkennen, wenn wir uns zwischen dem Islam und den Genüssen dieser Dunya entscheiden müssen. Denn dann ergeben wir uns oft dieser Dunya. Irgendwann fängt man sogar an, sich für den Islam zu schämen und sich davon zu distanzieren. Aber wisst ihr was? Es gibt auch eine andere Gruppe, der wir dadurch anfangen zu ähneln. Und das sind die Ungläubigen, welche die Existenz Allah subhanahu wa ta'alas und seine Botschaft vollkommen negieren. Diese Menschen drängen auch die Wahrheit von sich und wollen davon nichts hören, denn sie sind mit ihrem jetzigen Lifestyle zufrieden. Sie distanzieren sich vom Sinn des Lebens und erkennen nicht, welchen großen Verlust sie dabei haben und welche Strafe sie auf sich nehmen. So sahen wir es auch in Mekka, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von dem alle wussten, dass er niemals lügt und absolut vertrauenswürdig ist, zu ihnen kam. Da wollten sie nichts von seiner Botschaft hören. Sie bekämpften ihn sogar, um diese Botschaft von sich fernzuhalten. Es kann sein, dass wir diese Eigenschaft mit ihnen bewusst oder unbewusst teilen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns mit diesen Versen nicht nur, dass wir durch diese Eigenschaft im Verlust sind, sondern auch, welches Schicksal uns dann erwartet. Der Islam aber kam nicht, um uns einzuschrecken oder uns traurig oder gar depressiv zu machen. Er kam, um die Menschen von den Versuchungen und Dunkelheiten dieser Dunya ins Licht der Wahrheit zu führen. So sah man es auch in der über 1000-jährigen Geschichte des Islams, dass dieser Dien es schaffte, Nationen zu vereinen, sie von der Anbetung der Geschöpfe hin zur Anbetung des Schöpfers zu führen, ihre Probleme im Einklang mit dem Willen Allahs zu lösen und den Menschen ihren Sinn im Leben wieder klarzumachen. Wir dürfen diesen Dien nicht als eine Einschränkung oder gar eine Last ansehen, sondern als eine Ehre. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diejenigen, die sich für den Weg des Islams entschieden haben, Gesichter werden an jenem Tage wonnig sein, mit ihrem Bemühen zufrieden und in einem hohen Garten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Wahrheit recht leiten und uns darin standhaft sein lassen, sodass wir zu jenen gehören, die sein ewiges Paradies betreten dürfen. Allahumma amin.